Okay. Ich will jetzt nichts mit dir. Nee. Oh. Ah. Oh. Ah. Okay. Hochdreckig hier. Eieiei. Wer wohnt denn hier? Esse ich immer hier. Du bist ja hier in dem Bereich sitzt, wo ich das aufgehoben habe. Aber schon klar. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Business ganz einfach. Die Show, wo wir euch die wirklich wichtigen Dinge in der Geschäftswelt probieren zu erklären. In dem heutigen Video sprechen wir über das Thema die größten finanziellen Fehler, die ihr im Jahre 2021 machen könnt. Was sind die größten Fehler? Na ja, gut, das ist immer... Was sind die größten Fehler? Das kann man im Vorfeld immer sehr, sehr schwierig sagen. Weil man nie weiß, wie sich irgendwas entwickelt. Aber ich sag mal, ich sehe für gerade jetzt das letzte und dieses Jahr den größten Fehler, den man eigentlich machen kann, ist Bargeld auf der Bank zu haben. Mhm. Weil gerade wenn es größere Summen sind, also alles, was über 100.000 ist, ist eigentlich auf der Bank. Man zahlt Strafzinsen. Das ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Das Zweite ist, dass wir eine wahnsinnige Inflation haben. Mhm. Und auch noch haben werden und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch haben werden. Das heißt, mein Geld, wenn es auf der Bank liegt, kann ich im Prinzip nichts anfangen. Ja. Und da kann man eigentlich nur, ich sag mal, jedem raten, dass man, ich sag mal, wenn man ein Unternehmen hat, dass man vielleicht Maschinen kauft oder dass man sich vielleicht noch ein weiteres Auto kauft oder dass man was renoviert oder was neu macht, damit man das Geld eher da versucht, irgendwo unterzubringen, als dass das Geld auf dem Konto liegen hat. Gerade solange es noch was wert ist und man noch damit was kriegen kann. Das ist genau der Punkt. Also ich sag mal, wir stellen jetzt auch in meiner Branche eben extrem fest, dass die Preise, alles geht nach oben, alles wird teurer. Das heißt, wenn man das Geld auf der Bank liegen hat, ist das momentan wirklich das Dümmste, was man eigentlich machen kann. Also das ist meine persönliche Meinung immer ganz klar. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ich würde immer versuchen, in mein Unternehmen was zu investieren, eben noch ein paar Maschinen kaufen oder neue Maschinen kaufen oder versuchen, da das Geld reinzustecken. Das Zweite, was man, ich glaube, ja, aber ich meine, das ist eigentlich jedem klar, das Dümmste, was man dieses oder das letzte Jahr hätte machen können, das wäre in einer Bar, in einem Hotel oder in eine Bekleidungsindustrie zu investieren, weil das natürlich mit der momentanen Situation eine riesen Katastrophe ist. Die Unternehmen sind natürlich alle gebeutelt genug und natürlich gibt es ja auch welche, die mit Subventionen nachher mehr Geld verdient haben, als wenn sie geöffnet hätten, aber das ist wohl eher die Ausnahme. Also ich glaube, dass die meisten wirklich riesen Probleme haben und finanzielle Probleme auch haben. Und wenn man natürlich jetzt in dieser Zeit versucht hat, eine Bar zu machen oder eine Kneipe oder ein Restaurant oder ein Hotel oder irgendwas jetzt gerade da reingerutscht ist, ich sag mal, ich habe einen Bekannten, der hat, ich sag mal, noch kurz vor Corona hat er eine Wäscherei übernommen und hat dort viele für Hotels und so weiter gewaschen. Ja, das ist natürlich für ihn ein Riesenproblem, konnte er nicht sehen, konnte keiner ahnen. Tut mir auch wirklich leid für ihn, weil er eigentlich keinen Fehler gemacht hat. Ja. Ja? Das heißt, wenn man natürlich investiert in der Zeit, es kann natürlich auch sein, dass man sagt, okay, jetzt ist die richtige Zeit zu investieren. Weil wenn ich natürlich jetzt Geld habe und sage, okay, ich kann jetzt günstig eine Bar kaufen oder ein Restaurant oder ein Hotel, weil eben der Preis kaputt ist oder weil eben nichts geht, dann kann es wiederum interessant sein. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist gut oder es ist schlecht. Man muss eben nur genau überlegen, was man machen will. Ich sag mal, man hat es ja auch gesehen, es waren Leute, die in Masken investiert haben und sind dann auf den Masken sitzen geblieben. Also auch das kann passieren. Man kann nicht immer sagen, es ist gut, es ist schlecht. Ich kann immer nur sagen, man muss versuchen, ein bisschen ein Gespür zu haben. Der eine hat es, der andere hat es nicht. Das ist nun mal leider Gottes so. Und ich würde immer versuchen, momentan wirklich mein Geld versuchen, irgendwo vernünftig zu investieren. Kann sogar momentan sein, dass man sogar, obwohl ich da ja immer absolut davon abrate, aber dass man sogar sagt, okay, ich kaufe mir eine Rolex. Aber dann eben eine Rolex, wo ich weiß, die im Wert sicherlich nichts verliert.
oder die vielleicht im Wert sogar noch steigt. Das ist natürlich irgendwo eine Spekulationssache, aber ich sage mal, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe 10.000 Euro auf der Bank und Inflation heißt ja nichts anderes, dass das Geld weniger wert wird, es verliert an Kaufkraft. Das heißt, ich kann mir heute für die 10.000 Euro, sage ich jetzt mal, noch ein Auto kaufen und in 2 Jahren kann ich mir dafür noch ein Fahrrad kaufen. Ja. Also und wenn ich dann eine Uhr habe, die zum Beispiel sehr wertstabil ist, die sollte man dann natürlich auch möglichst nicht tragen, sollte dann wirklich auch liegen lassen als Wertanlage, dann ist das vielleicht sogar der bessere Weg. Ja. Also da muss man eben sehen und da würde ich eben dann sagen, das ist so ein bisschen, wo man eben aufpassen sollte momentan, was man tut und wie man etwas tut. Ja, ich glaube Bonus ist auch, weil halt viele wahrscheinlich auch nicht das Geld haben jetzt zu sagen oder eine eigene Firma haben im Moment, wo sie investieren können, würdest du sagen, dass wenn man eben hat ein paar tausend Euro rumliegen, dass man vielleicht in Goldmünzen oder so. Also Gold ist immer, prinzipiell, ich bin ein Freund von Gold, muss ich ganz ehrlich sagen. Andere sagen, wir gehen in Bitcoins, jetzt hat man gesehen, dass die Bitcoins abschmieren. Also das ist natürlich alles, die unterliegen alle Schwankungen, also Gold auch. Gold ist momentan auch sehr hoch. Die Frage ist, ob es aber noch viel weiter sinken wird oder ob es überhaupt nochmal runtergeht. Das ist immer ein bisschen ein Risiko. Also ich würde auf jeden Fall, kann ich jeden nur raten, bevor ich mir 100.000 Euro auf die Bank lege und muss nachher Strafzinsen bezahlen, dann kaufe ich mir lieber Gold. Ja. Also ganz klar, ich bin aber ein Verfechter fürs Gold, weil das Gold über die Jahre eben gezeigt hat, dass es nie groß an Wert, es unterliegt Schwankungen, ganz klar, aber es hat nie groß an Wert verloren. Ja. Das wird es auch weiterhin nicht, weil Gold eben für alles benötigt wird. Ja. Man kann auch in andere Metalle, also man kann auch Silber nehmen, also auch das. Ich würde momentan, und das halte ich halt für das größte Problem momentan, das ist wirklich das Geld auf der Bank zu haben. Also dann, ich sage es ganz offen und ehrlich, dann würde ich es eher abholen, bevor ich da Zinsen bezahle und lege mir es unter das Bett und schlaf drauf, dann fühle ich mich wenigstens wie Dagobert Duck und habe dann eben was von. Also das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Das ist meine persönliche Sache. Aber wie gesagt, andere sagen in Aktien auch eine Möglichkeit. Da muss man aber, wie gesagt, hat man ja schon das Video gemacht, muss man auch Ahnung von haben. Also wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema habt oder selbst, sag ich mal, eine Anregung wollt oder wisst es nicht, könnt ihr uns auch gerne fragen. Das ist natürlich auch nur unsere Empfehlung, die wir dann geben werden. Aber ich glaube, das ist eben ein Punkt, der sehr schwierig für viele Menschen ist und viele wissen auch nicht genau, was sie mit ihrem Geld im Moment anstellen sollen. Ich kann auch eine Wohnung kaufen. Ja. Also auch das ist momentan, weil die Preise, also speziell jetzt bei Wohnungen, wir sehen es jetzt momentan ja selbst bei unserem Bauprojekt, also die Materialpreise steigen, das heißt, die Wohnungen werden immer teurer. Also je schneller man jetzt kauft, desto besser ist es. Ja. Ist so. Im Moment kann man eigentlich, würde ich eher das Geld dann in eine Wohnung investieren oder sowas machen, zumal die Zinsen auch sehr günstig sind. Also da würde ich eher mein Geld da investieren. Ja. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns bitte ein Like da, lasst uns ein Abo da für den Kanal, teilt es mit euren Freunden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie schon vorhin gesagt, stellt sie uns gerne in den Kommentaren. Ja, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, freut mich das. Ich hoffe, ihr habt was daraus gelernt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. That's why I'm like FD off the side. Real eyes, real lies, all those real lies. Meet me on the other side, them ones. I fucked up this verse, but I'm on one.